Und willkommen zurück bei Lufia 2. Aus dem Schnitt ist doch ein neues Video geworden, weil ich bemerkt habe, dass das letzte Video 39 Minuten ging. Wir sind wieder im Südostturm, da wo wir eben gegen den Boss gekämpft haben und wollen uns hier noch diese drei Kisten holen. Mit einem Feuerdolch, einer Perlenkette und was ist in der mittleren? Eine Camus-Rüstung. Wollen wir doch mal gucken, was das unseren Charakter bringt. Zack. Der Feuerdolch. Mehr Abwehr, mehr Stärke. Er hat schon recht gute Werte. Das würde ich dann lieber ihm geben. 89, 92. Stärke hat er noch besonders wenig. Da hat er aber auch mehr als genug. Also kriegt er das erstmal. Aber er kann diesen Kuck hier bekommen. Dann kriegt er nämlich auch noch ein kleines Plus. So, die Perlenkette kann ich nur ihr geben. Was hat die am Hut? Eine Kette aus blitzenden Perlen. Ja, erhöht die Innen. Was haben die anderen beiden Waffen? Oder was hat der Feuerdolch? Dolch mit dem Kraft des Feuers. Dreimal stärker als die normale Attacke. Wirksam gegen Feuerempfindliche. Das ist nicht schlecht. So, kriegt sie in die Perlenkette. Und dann hatten wir noch eine Rüstung bekommen. Die nur für ihn ist. Also brauchen wir da nicht lange überlegen. Ja. Und damit hätten wir dieses auch erledigt. Und könnt ihr euch noch dran erinnern? Der alte Mann in dem Haus in Tumble sagte, er hätte so gerne Tee aus Tarika. Ich habe im Dorf noch zwei Warp gekauft. Und mit diesen werden wir uns jetzt... Ach nee, ich muss erstmal aus dem Turm flüchten. Und auf der World Map können wir dann unseren Warp einsetzen. Erstmal sortieren. So, Warp nach Tarika. So, und dann wollen wir uns doch hier mal mit Tee eindecken. Das Teehaus war hier oben. Hallo, was wünschst du? Ja, ich hätte gerne grünen Tee. Birnen Tee, einfach mal von jedem Tee, weil ich nicht genau mehr weiß, welchen Tee er haben will. Apfelsaft. Ups, das sollte nicht passieren. Ich werde hier mal kurz die Aufnahme unterbrechen und bin sofort wieder da. So, und da bin ich auch schon wieder. Ja, sorry, Hintergrunddienst und so weiter. So. Jetzt können wir uns eigentlich wieder... Ach Mist, wir können uns immer noch nur auf der World Map warpen. Und wieder warpen nach Tumble. Zack. Und einmal ins Dorf. Und dann gehen wir mal zu dem alten Herrn, ihm seinen Tee bringen. Ups, hier war das ja gar nicht. Wo hatte der noch vielleicht sein Haus? Ich bin gerade... Ach so, ja, hier. Gott sei Dank, es ist Leana nichts zugestoßen. What? Du wolltest doch Tee haben noch, oder? Naja, egal. Gehen wir einfach weiter. So, einmal zum Turm. Und... Ja, hier hauen wir wieder den Turbo rein. Zack, Vögel stirbt. So, das ging noch recht fix. Oh, aber irgendwie habe ich es wohl mit meinem und so. Boah, das ist schon schlimm. So. Clemento.
Der Südturm hat gebebt. Was ist passiert? Ja, wir waren da drin. Abrisskommando. Ja, was können wir denn hier? Gucken wir mal hier rein. Das sieht nicht interessant aus. Ach so, ja, da oben in das Haus rein. Und erstmal mit dem da gesprochen. Ich bin Cloud, der reichste Mann im Dorf. Ich verstehe, ihr seid Krieger. Wart ihr schon mal in der Nordhöhle? Nein, aber warum fragst du? Es gibt ein Gerücht, dass dort ein Rubin in der Form eines Apfels ist. Leider sind dort so viele Monster, so dass ich nicht an den Rubin herankommen kann. Ich muss den Rubin aber einfach haben. Verkauft ihr ihn mir, wenn ihr ihn findet? Natürlich zahle ich euch, was immer ihr fordert. Ich bin nicht geizig. Ich weiß, wie man mit Geld umgeht, sonst wäre ich nicht so reich. Liebling, der Glasladen hat die Miete immer noch nicht bezahlt. Die sind immer zu spät. Was schon wieder? Ich habe ihnen gesagt, wenn das nochmal vorkommt, fliegen sie raus. Was machen wir jetzt? Mal sehen. Ups, belästige unsere Gäste doch nicht mit solchen Dingen, Liebling. Warum nicht? Es ist doch nichts Falsches daran, die Wahrheit zu sagen. Haha, hast du nicht noch etwas draußen zu erledigen, Liebling? Schon gut, schon gut. Entschuldigt, ihr Benehmen. Wie peinlich, haha. Der Glasladen hat die Miete also nicht bezahlt. Wo war denn gleich noch der Glasladen? Nein, war der hier? Hallo, das sind echte Kunstwerke aus Glas. Hast du die alle hergestellt? Nein, mein Mann ist der Künstler. Wirklich? Ist er zu Hause? Nein, er ist unterwegs. Er sucht schöne Dinge, um sie in Glas einzugießen. Aber er müsste schon lange zurück sein. Er war noch nie so lange weg. Entschuldigt, ich rede zu viel. Habt ihr etwas gefunden, das euch gefällt? Na, Mut, nee. Nee, tut uns leid, haben nichts gefunden. So, einmal fix speichern gehen. Die Kirche habe ich da oben irgendwo gesehen. Und einen da. Ja, ja. Kannst dasselbe tun wie immer für mich. Speichern. Und dann mal. Wo sollte die Höhle noch sein? Irgendwo im Süden. Ich glaube, die war hier. Ja. Ja, der Weg sieht richtig aus. Komm, Skorpion, sterb. Geh mir aus dem Wege. Nein. Dann war sie wohl doch auf der anderen Seite. Och, Mann. Ihr nervt. Merkt ihr das nicht? Töten, töten, alles töten. Komm, geh drauf. Und du jetzt auch. Zoom. Oh, der haut mit 125 zu. Das macht Freude. Sterb. Mann, deine Paralyse bringt nichts. Oh, unser Kapselmonster hat ein Level up. Sehr nett. Hier ist die Höhle. Zack, Rubinhöhle. Oh, und ein neues Kapselmonster wartet hier auf uns. Ach nee, nicht diese Bienen. Die Bienen waren hässlich. Moa, sterben. Oder auch nicht hässlich. So. Was hatten wir? Wie auffällig. Zack, eine Bombe. La 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 la. Einmal da durchsprengen. Wie bewegst du dich? Na komm. Und einmal ab in den Keller.
Drück mit Kraftgeballter nach links die Schalter. Hä? Och, das ist so ein Rätsel. Also, wenn ich die... Ach so. Es werden immer die drei... Okay, ich will den umlegen. Das heißt, ich lege den um. Ich lege den um. Ich lege den um. Den um. Und irgendwie... Moin. Rätsel. Rätsel. Oh. Wenn ich den umlege, werden alle bis auf der nach da verschoben. Und wenn ich den da unten umlege, dann sind die drei falsch. Und genau, ich habe das Rätsel gelöst. Ah. Zack. Aha, und das Kapselmonster Kettenhund schließt sich an. Aha, gib dem Kettenhund einen Namen. Gordo. Ja, der kann bleiben. Und dann wollen wir gleich unser Kapselmonster einmal wechseln. Gordo. Tommy, Gordo. Ja, obwohl... Mal kurz gucken. Er hatte Level 14. Er ist schon Level 15. Ja, aber dann rennen wir was mit ihm durch die Gegend. Ist hier unten noch was? Nein. Sehr schön. Zack. Und dann geht's jetzt weiter durch die Höhle. Vorbei an allen Monstern, wenn sie mich dann lassen. Ich glaube, das war da oben irgendwo. Wo war der Schalter? Ach da. Der war jämmerlich versteckt. Hier war aber auch irgendwo was. Gucken wir erstmal danach, wo markiert ist. Gut, hier haben wir eine kaputte Brücke. Damit kommen wir hier hin. Was uns, was auch immer uns das bringt. Oh. Ich weiß gar nicht mehr, was der kleine Gordo konnte. Naja, er wird es uns schon zeigen. ja, das hat mir nichts gebracht. Was steht denn unten? Ah, wirf die Lava die Steine aus. Hä? Wirf in die Lava die Steine aus Eis und bla bla bla. Ja. War das hier unten? Ich hoffe, das war hier unten. Ja, es war hier unten. Mann, Gegner geht mir einfach aus dem Weg. Na gut, wenn du unbedingt dann auf die Nase haben willst, interessiert es dann auf die Nase. Wow, haut er zu. Zack. Und wenn ich keinen Fehler gemacht habe, komme ich mit dem nächsten Eisklotz an die nächsten beiden ran. Jawolla. Und dann mit dem... Komme ich da dran? Zack. Damit komme ich Aquapeitsche. Und Sonne. Das klingt doch schön. Nein, nicht, sondern Zornhelm.
Helm, Jethelm, Zornhelm. Oh, er hat noch gar keinen Helm. Das pusht Mut. Mut hat er sowieso mehr als genug. So kriegt er wenigstens auch noch was. Und, achso, ja. Für sie noch die Aquapeitsche. Sehr schön. Und dann nehmen wir uns diesen Eisklotz hier mit. Diesen. Und mit dem müssen wir dann hier hoch und dahin. Zip. Ich vertraue hier keinem Busch. Nee, nee. Ich weiß auch warum. Weil man hier speichern kann. Ja, ja. Ich hoffe, ich muss nicht wieder den ganzen Weg zurücklatschen, da ich hier was vergessen. Och, nee. Kommando zurück, Marsch, Marsch. Lasst mich alle in Ruhe. Lasst mich einfach alle in Ruhe. Du auch. So. Oh Mann, ich muss mir dieses und so abgewöhnen. Das klingt so einfallslos. Gehen wir eben zuerst da hinten lang. Aber da hinten ist nichts mehr, wo wir lang gehen könnten. Hab ich den hier irgendwo vergessen? Ich weiß es nicht. So. Ah. Ach ja. Wie wär's mit der Treppe? Da hatten wir noch nicht nachgeguckt. Aber das bringt irgendwie auch nichts. Irgendjemand hat einen Levelaufstieg. So, jetzt können wir hier rüber. Und was bringt uns das? Mal nach hinten. Und wofür war die Treppe nochmal? Irgendwas da unten ist ein Schalter. Ach so. Ja, wenn das so ist. Aber irgendwie, der liegt auf einem Plateau. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Feuerfrucht gefunden, sehr schön. Da führt auf jeden Fall eine Treppe hin. Sorry, wenn das jetzt ein bisschen so aussieht, als wenn ich hier planlos durch die Gegend renne. Das liegt ganz einfach daran, ich renne hier planlos durch die Gegend. Ich habe keine Ahnung mehr. Nein, ich habe es nicht gesagt. Da ist eine Tür. Wir müssen auf jeden Fall irgendwo hier. Hier geht eine Treppe nach oben. Hier geht eine Tür auf. Da oben war ich ja drin. Das ist der Weg zu Gordo. Hier die Treppe runter bringt uns hier hin. Was uns aber, glaube ich, auch nicht weiterhilft. Irgendwie bin ich gerade voll überfragt. Aber so voll. Ja, einfach noch mal alle Wege abgehen. Was aber auch nichts ändert, dass wir hier schon mal waren. Und ja.
was uns so gar nicht weiterbringt. Ich gehe jetzt nochmal den Weg da, wo Gordo zu finden war, lang. Ob ich da nicht noch irgendwo eine garstige Tür vergessen habe. Da ist eine Treppe nur. Ja, hier geht's runter. Damit lässt man die Lava runter. Das hatten wir aber alles schon. Aber mir fehlt noch immer der Schlüssel. Boah, sterb einfach. Sterb, sterb, sterb. So. Ich verspreche euch, bis zum nächsten Video habe es mir irgendwie abgewöhnt, dieses und so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe sowas von keine Ahnung. Ich durchsuche jetzt nochmal den großen Raum. Irgendwo muss da doch der Schlüssel versteckt gewesen sein. Ja, geh mir einfach aus dem Weg. Geh mir aus da. Ja, du auch. Verschwindet aus meinem Sichtfeld. Danke. Hier runter. Ist hier oben noch was? Ist da noch was? Nein. Nein. Da ist nur dieser... Ja, da hätte man auch früher drauf kommen können. Da hätte ich auch früher drauf kommen können. Ups. Salachchen. Haha. Die Tür ist so schlecht getarnt, dass ich erstmal so in die Skelette reinrenne. Ja, wie unser Fifi doch zuhaut. Och nee. Nee. Das ist jetzt blöd. Das ist richtig blöd. Das ist richtig blöd und peinlich. Nein, nicht. Das ist blöd. Endlich. Aber ohne Tier kann ich mich dem Boss nicht stellen. Das bringt irgendwie so gar nichts. Bringt irgendwie so Ramchianus. Ja, ich würde einfach sagen, aufgrund meiner Unfähigkeit werde ich mich nochmal ins Dorf begeben. Und ich würde sagen, das schneide ich einfach. So, und da sind wir wieder. Und ich wollte mir das Wort doch abgewöhnen. Egal. Ich habe Tier wieder beim Priester beleben lassen und habe hier auch noch einen neuen Zauber dabei gekauft. Das wäre hier einmal Flucht und einmal Panzer. Erhöht im Kampf die Abwehr. Ja. Jetzt können wir endlich hier weitermachen. Da wir den Schlüssel schon haben, können wir uns direkt zum Boss begeben. Ich
hoffe, dass hinter der Tür der Boss war. Dass da nicht noch irgend so ein Ried kam. Ich sollte echt mehr auf die Lebensanzeige meiner Gruppenmitglieder achten. Täte ich mal ganz gut dran. So, haha, Tür ist offen. Und schau nur, Maxim, der Apfelrubin. Haha, das sind wieder ein paar Idioten auf den Rubin hereingefallen. Lecker Nachtisch. Wer, ich? Nee, du. Gucken wir doch mal, was du dagegen sagst. Dagegen und... Och. Ja, dann haut sie nur so drauf. Du weißt gar nicht mehr, was der konnte. Egal, kannst du eigentlich auch irgendwas richtig? Ego-Kraft gibt einen Kämpfer und 25. Ach komm, machst du das mal. Nee, nicht. Nee, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ey. Wofür habe ich die kleine... Du Drecksvieh. Du vermalest altes Drecksvieh. Autsch. Was hat der jetzt? Ich glaube, das war... Oh, das wird ein Kampf. Junge. Ach so, jetzt weiß ich, was das war. Au, der Kampf wird lange und schmerzvoll. Weil... was haben wir denn da noch so? Nein, das sind die ganzen Säfte, die kann ich hier nicht gebrauchen. Meine Fresse. Voll Kaffee, Gegengift, halt Vergiftung. Okay, Krafttrank, nein. Mutschu, Birnensaft, das bringt alles nix. Ja, okay, da unten bringt das zwar nicht viel, aber... Moah, heilen kann er auch nicht richtig. Ich werde jetzt was machen, das wollte ich eigentlich nicht machen, aber das muss ich machen. Nämlich laden. So kann ich den Kampf vergessen. Der darf mir die Kleine nicht töten. Echt. So, ja, das kennen wir schon. Nee. Also... Aus. Moment. So. Und dieses Mal kriegst du auf die Fresse. Echt. So viel Scheiß habe ich da noch nicht erlebt. Hey. Da Ego-Kraft ja nichts gebracht hat, muss sie stark einsetzen. Mädel, heil uns. Heil, was Zeug hält. Ja, der Köter flüchtet wieder einmal. Wieso macht Gaia an dem Vieh so wenig Schaden? Heilen, 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 heilen. Nee, nee, nee. Okay, er ist paralysiert. Maxim erholt sich. Sehr gut, dann kriegst du mal direkt wieder einen Feuerdolch in die Fresse.
Maxim ist vergiftet. Allerdings, das ist mir jetzt mal sowas von geradezu völlig egal. Das Gift macht nämlich nicht viel Schaden. Zack, 900 Punkte Schaden dran. Oh. Was kann die denn noch? Erhöht die Int. Reduziert die Int. Zauberkraft. Kampfpunkte dreimal stärker. Naja. Besser als gar nichts. Damit wären... Vergiftet 5. Wenn das Zeug wenigstens Schaden machen würde, wäre das ja sogar noch halbwegs gefährlich. Zack. Stärker. Ich zeig dir gleich hier, wer stärker ist. Und ja. Einfach nochmal in die Fresse rein. Was macht das? Okay. Das kannst du danach nochmal machen. Der Kampf ist... Wenn der Kampf so weiterläuft, ist der relativ uninteressant. Ah! Er ist kaputt. Maxim, der Rubin. Ist er etwa im Kampf zerbrochen? Warte mal, ein Rubin zerbricht doch nicht so einfach. Was geht ab? Keine Ahnung. Zack. Mein Gott, Monster haben mich gefangen und hier eingesperrt. Um ein Haar hätten sie mich gefüttert. Was treibt dich an einen so gefährlichen Ort? Du scheinst mir kein Forscher oder sowas zu sein. Ich stelle Kunstwerke aus Glas her, doch man kann davon allein nicht leben. Ich war ziemlich pleite und hörte, dass in dieser Höhle enorme Schätze lagern sollen. Doch wie du siehst, war ich nicht sehr erfolgreich und bin stattdessen von Monstern gefangen worden. Als Dank für meine Rettung möchte ich dir etwas geben. Nimm du es an. Dass das ist. Auf meiner Reise fand ich diesen wunderbaren rote Glas. Damit habe ich ein wenig herumprobiert. Ich habe zwei davon gemacht und eines in der Stadt verkauft. Du scheinst es zu kennen. Du machst Witze. Warte eine Sekunde. Dieser Apfel aus Glas habe ich gemacht, doch wo kommt dieser her? Das ist der Schatz, von dem du gesprochen hast, der Apfelrubin. Was? Warte mal, das ist kein Rubin, das ist simples Glas. Wann hast du den Apfel aus Glas verkauft? Zu Beginn meiner Reise. Ist lange her. Ich weiß nicht, wie dieser Apfel hierher gekommen kommt, doch in der Stadt reden alle über diesen tollen Schatz. Wie ist das möglich? Jafar, wem hast du diesen Glasapfel verkauft? So einem reichen Kerl aus Nykurusus. Ich erzählte ihm, dass ich in Clamento einen Laden betreibe. Ich kenne viele reiche Kerle, aber der war echt sympathisch, nicht so einer wie Cloud. Auf alle Fälle haben wir jetzt den Apfelrubin. Lass uns gehen und Cloud Kohle abstauben. Aber das ist kein Rubin, das ist doch nur Glas. Schau doch mal genau hin, kannst du etwa einen Unterschied feststellen? Du hast recht, wir haben den Apfelrubin in dieser Höhle gefunden, das ist die Wahrheit. Also Maxim, wie kannst du nur? Keine Panik, wenn dieser Cloud denkt, er sei der echte Rubin, dann ist doch alles in Butter. Und wenn er an die Echtheit glaubt, dann ist er auch viel wert. Er wird ausflippen vor Freude, wenn er das sieht. Alles klar, auf nach Clamento.
Ich gehe auch zurück. Vielen Dank für alles. Bist du fit genug, alleine zu gehen? Klar, und nimm doch bitte den Apfel. So. Nochmals danke. Ich gehe zurück ins Dorf. Und so hat er uns einen Glasapfel gegeben, mit dem wir jetzt nach Clamento zurückziehen werden. Aber dies werden wir im nächsten Video sehen. Bis dahin, euer Dark.